Ein Angelschlauchboot mit minimalem Packmaß ist der Wunsch. Denn es sollen auch noch viele andere Dinge in den Kofferraum. Allerdings muss es groß genug sein, um auch die Beine ausstrecken zu können. Ich entscheide mich für ein Boot mit 2,30 Meter Länge. Das kleine Echolot braucht eine Geberstange. So nennt man die Haltevorrichtung am Boot. Leider sind vernünftige Lösungen recht teuer. Also schaue ich auch hier mal in meine Restekammer. Die alte Siebdruckplatte, ein Alurohr, damit müsste doch was gehen. Also den Haltefuß des Echolots angezeichnet und freihand die Stelle für das Alurohr ermittelt. Dann beginnt der spaßige Teil. Es wird gebohrt, bis es raucht. Erst dann säge ich die Halteplatte aus. Der helle Rand stört mich, mit einem braunen Filzstift wird auch das behoben. Reiner Zufall, dass ich zum Alurohr den passenden Bohrer hatte. Eingepresst sitzt das Rohr bombenfest. Die Kanten sind schön dunkel und sicherheitshalber mehrmals mit Leinöl getränkt. Das dürfte eine Weile halten. Nicht so einfach ist die Befestigung des Gebers am unteren Ende des Alurohrs. Mit viel Geduld verforme ich zwei Aluwinkel so lange, bis die Rundung zum Rohrdurchmesser passt. Am mitgelieferten Halter des Gebers befestige ich sie mit 4 Nieten. Die Halterung passt. Aufatmen. Jetzt nur noch die Kabel durch das Alurohr ziehen. An der Durchführung umwickle ich das Kabel mit mehreren Lagen Isolierband, damit auch gar nichts durchscheuern kann. Auch die vorbereiteten Löcher sind deckungsgleich und weitere 4 Nieten fixieren den Geber. Die Tischklammer eines Laubsägebrettchens soll die Geberstange am Bootsheck befestigen. Zwei Schlauchschellen halten die an der nötigen Position. Eine erste Anprobe muss natürlich sein. Und wenn schon Strom, dann auch ein kurzer Funktionstest für Echolot und Motor. Die Räder habe ich ohne Kamerabegleitung angebracht. Leicht war es nicht, denn der kleine Bootsspiegel lässt nicht viel Platz. Aber es ist alles nach Plan gelungen, also fast fertig für die erste Probefahrt.